Eingang. Nein, was tust du? Nein, Hua! Nice one! Haben wir jetzt halt die ganze Zeit meinen weithändigen R2-Angriff benutzt gerade. Haben wir jetzt halt nicht ihren Schwanz abgeschnitten, ne? Egal. Oder? So. Oh geil, ab zum Schmied, ey. Oh, hier ist nur eine Ausrüstung. Gelbliche Krone, gelblicher Übermantel. Ja, ja, die der Invader anhatte. Quatsch, komm, hier. Ich will die eine Zauberei tauschen. Ging das? Aber ich stand so nah an ihr dran, dass ihr einer Angriff da völlig über mich rüber ging. Hm? Das ist sehr gut. Ein Kick noch. Und die Typen haben mich noch nicht bemerkt. Die Frage ist jetzt, wie komme ich jetzt am schlauesten hier durch? Komme ich hierüber auch wieder zurück? Was passiert, wenn ich hier einen Heimkehrknochen benutze? Wo lande ich dann? Ich probiere es aus. Lande ich dann im Bild oder lande ich dann... Ja, ja, rückwärts. Nein, ich lande in Anolondo. Cool. Sag Stevie, wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Wir nutzen Heimkehrknochen. Ja, nicht, dass der mich dann... Weil das ist mein einziger Heimkehrknochen, den ich hab. Warum habe ich nur echt? Einen? Was? Ich hab noch 8 Stück oder so. Wieso habe ich nur einen? Das frage ich mich gerade ehrlich gesagt auch. Ja. Egal, smart. Ja, ich komme an dem Bonfire am Anfang raus. Sehr gut. Dann bringen wir gleich die Tusse um. Jan, das Bonfire von dem Bild. Wie? Ja, wie, was? Rückkehr zum letzten Leuchtfeuer ist bei mir das in Dings. Ja, ich habe einfach okay gedrückt bei mir. Ich bin in Anolondo gelandet. Ja, ich nicht. GG? Ja, mehr so nicht so, ne? Dunkle Glut. Achso, André kann auch die benutzen. Alter, willst du mich verarschen? Ja. Und ich will Seelen kaufen. Schnetzle ich mich halt wieder vor bis zum Bossraum, ist mir auch egal. Gegenstand kaufen. Großer Pfeil. So, jetzt habe ich wieder 300 Pfeile, das ist doch schon mal besser. Das war schlecht. So, jetzt gehe ich mal zum Schmied von Anolondo. Man kann sich aber in die Welt teleportieren, lol. Echt? Man kann von da nicht weg teleportieren, aber man kann sich dahin teleportieren. Was soll das denn? Das ist tatsächlich ziemlich sinnlos. So, warte, hier unten werde ich dann gleich... Could you do this all day? Spaß. Naja. Noch eine große Scherbe abgezweigt, ist auch in Ordnung. Ich gehe erstmal gegen die 2 Spaten da vorne kämpfen. Na, ich mach sie einmal platt, dann sind sie weg. Na, hau zu. Was? Ach, shit, nicht mehr anvisiert. Hui.
So einfach kriegt ihr mich nicht! Oder warte mal. So einfach kriegen sie mich doch. What? Alter! Oh, sie haben Track verloren von mir. Stirb! Hahaha. okay. Jetzt noch der Dicke. Oh, 5000 Seelen, nett. Oh, zweihändig. Oh, hat er eine große Schwinger. Ah, ich hab ihn. Gut, das wären die beiden. Jetzt kann ich zum Schmied. Und draußen ist ja dann noch die Feuerhüterin, die haue ich dann auch gleich um. Dann kann ich zwar das eine Feuer dann nicht mehr benutzen, aber was soll's. Ist ja auch nicht so wichtig. Man hat ja genug Ersatz. Tja. 49.000 Seelen, 902. So. Forge, nee, strong I am, forge I can. Nee, doch andersrum. Sorry. Echt? Ausrüstung umwandeln. Blitzsense? Nein. Lebensjagdsense. Oh ja. Oh ja, oh ja. Blitz Uchi Katana? Nein. Waffe verstärken. Da, Lebensjagdsense plus 1. Das funktioniert. 2. Plus 3, plus 4 und plus 5. Perfekt. Oh, kann ich meinen Bogen noch? Oder so, warte ich lieber und steck das in was anderes? Den Drachenzüder Großbogen, den könnte ich auch noch aufschmieden. Ja, geil. So. Schild rot-weiß. Ich hätte aber lieber Pommes rot-weiß. Ess nicht immer so fettig, Jung. Wie bitte? Ess nicht immer so fettig, Jung. Nein. Heute gibt das, keine Ahnung, irgendein Fleisch und irgendwas. Keine Ahnung, was Mama sich da gedacht hat. Ja, ich hab noch keine Ahnung, was es bei mir damit gibt. Bestimmt was Leckeres. Dann kann man Langbogen noch auf plus 7 machen. So, das mach ich jetzt. So. So, jetzt müsste ich ja alle dote haben. Super, gut. Gegenstand kaufen. Jetzt kann ich hier noch... Ha! Reparaturkiste, ich habe die nämlich gar nicht gekauft. So, jetzt habe ich sie. Ah, okay, das erklärt. Achso, Moment. Drachenzüderpfeil. Ja, 31 Stück. Okay, so. Und wo gibt das jetzt diesen Ring, den Falkenring? Keine Ahnung. Der soll hier irgendwo sein eigentlich. Ist da eine Kiste? Da ist eine Kiste, direkt hinter dem Schmied. Okay. Komm ich da ran? Der ist ein Weg. Ich würde gern. Soll man den dafür töten? Ah, nee, man kann so komisch um ihn rumlaufen. Haha. Da ist er, der Falkenring. Jetzt habe ich ihn. Damit kann ich nämlich weiter schießen. Ah, okay. So, das ist natürlich jetzt gut. Ich noch die Feuerhüterin. Kann ich direkt mal meine neue Waffe ausprobieren? Macht nämlich extrem Blutungsschaden. Und Alter, 270 Base Damage. Ja, nice. Und skaliert auf B mit Geschicklichkeit. Macht nochmal plus 227. Ist natürlich vom Movement her ein bisschen langsamer als das Uchi. Aber haut auch von oben nach unten zu. Ist halt gut für... Na, gucken wir mal. Wie die sich so macht. Und natürlich, die macht wirklich harten, krassen Blutungsschaden. Warum ist der Turm weg? Der Drehturm ist weg. Wie, der Drehturm ist weg? Der ist einfach weg. Wie weg? Ja, weg. Ja, wo soll er denn hin? Ah. So, wo gehen wir denn jetzt hin, eigentlich? Und jetzt ist sie tot.
Schnucki. Feuerdrinnseele. Schnucki. Hebel betätigen. Ja, gleich. Ich will doch erstmal hier alle fertig werden. Was wollte ich jetzt eigentlich? Irgendwas wollte ich. Ich hab's vergessen. Ach, der Turm ist nach unten gefahren. Das war das. Ja, aber wieso? Weiß ich nicht. Der war einfach unten. So, jetzt ist aber das eine Feuer da aus. Jetzt kann ich da mich nicht mehr wegtippen. Okay, ich renn zurück. Hab ich jetzt eigentlich... Ja, ich hab noch die schnelle Rolle. Cool. Die Sense macht gut Schaden. Ich hab sie irgendwie zweimal... Ne, drei... Ja, so Free-Hit war sie. In etwa. Dreimal getroffen. Ja, und danach müssen wir dann zum Feuerband schreien. Und dann? Hast du dir die Seele schon gekrallt? Von der Feuerhüterin hier? Nee, ich will die auch irgendwie nicht umbringen. Die ist so eh aggro. Ich weiß ja nicht mal, wo die rumlatscht. Bei dem Turm. Bei dem Turm? Echt? Ja. Wo? Auf der... quasi auf der hinteren Seite. Da steht die. Hä? Hä? Also wenn du vom Eingangsleuchtfeuer auskommst, dann quasi hinter dem Turm. Wenn du von der Kammer der Prinzessin auskommst, vor dem Turm. Ach so, das meinst du. So, dann mache ich mein Estus mal auf plus 4. Ja, das wäre halt schon irgendwie ganz nice, ne? Ich weiß auch gar nicht, wo man die anderen Seelen herbekommt. Achso, ich raste auch erstmal an dem. Achso, da steht sie ja. Ja, die greift dich dann auch direkt an. Vielleicht kriege ich sie vorher mit einem großen Blitzspeer. Oh, die Entfernung könnte passen. Das war ja wieder klar. Danke, Spiel. Ich hab's mir schon gedacht, das funktioniert schon wieder nicht. Was denn? Mit dem Estus, dass das Plus höher geht. Och nee, oder? Das Leuchtfeuer ist auch nicht stärker geworden. Ja, wo geht's denn dann danach hin? Also, ach, jetzt geht es auf einmal, dass man das normal entfachen kann. Interessant. Ja, dann hole ich mir hier direkt die 20 Estus. An dem Feuer. Was willst du denn mit 20 Estus an dem Feuer? Alter. So it was you, was it? How dare you produce a blade upon a deity? Was sagst du? Ich höre da gar nicht zu, ich habe sie einfach mit zwei Blitzspeinen getötet. Wo geht's denn dann richtig weiter? Im Feuerbandschrein. Ja, aber von da aus wohin? Nach unten. New Londo Ruins. Ach scheiße, haben wir noch Seen übrig, dann sollten uns vielleicht noch mal ein paar Wanderflüche kaufen. Wie viel? Ja, das mache ich mal eben schnell. Was kosten die? Weiß ich nicht, greif mal. Ich hab noch Seen im Inventar, das ist mir jetzt noch nicht das Problem. Und ich könnte wahrscheinlich Framp noch was verkaufen. Sollst mir nicht treten, sondern zuhauen. Alter, über 400 Schaden bei den schwachen Typis hier. Ja, du, das freut mich für dich, aber, was geht ab? Ja, ich will gerade zu der Tusse, wo es die Wanderflüche gibt. Blutungsschaden. Ich muss den Balken mal wieder runtergehen lassen. Ich mag die Waffe. Ich frage mich, ob es sich lohnt, das Schwert des Grabesfürsten aufzuwerten. Priscilla's Dolch, was kann der? Kann der was Besonderes? Nee. Weiß ich nicht. Doch, Blutungseffekt. 500. Ja, die Lebensjagd sind sie auch. Wenn da der Blutungseffekt einmal eintritt bei der, dann ist direkt 50% der HP weg vom Gegner. Jetzt muss ich ja zu dem anderen Bonfire latschen. Ja, das ist richtig. Das Problem ist nur, dass bei einem selber der Blutungsbalken auch steigt, wenn man damit zuhaut. Muss man ein bisschen aufpassen. Hä? Wie sinnlos ist das denn? Ja, das ist halt... der Negativeffekt. Die kosten 4000 pro Stück. Dann könnte ich mir zwei holen.
Ja, schon mal gut. Schon mal ein Anfang. Kann man mal machen. Ah, was ich hier mit meinem Inventar sehen, kriege ich ehrenwerter Ritter. Also wahrscheinlich. Ah, 8000. Ich bin 2 kaufen. Ach, ich gehe einfach nach unten zu dem Bonfire, das ist viel einfacher. Also Anno Londo hat selbst im Dunkeln irgendwie was, ne? Das habe ich immer noch mehr sehen. Oh, dass die ganzen anderen Sachen hier sich hier nicht stacken. Das so, dann hole ich mir noch mal 2 Stück. Dann habe ich 4. Ne, warte mal, ich bin hier falsch. Ich muss es doch noch einmal. Muss ich es doch noch einmal drehen? Kann ich das auch vielleicht hier machen? Ja, 4 habe ich. Okay. Ja. Die Richtung bewegt sich nicht. Kacke. So, den habe ich gleich mal raus. Erstmal so. Wie lange hält denn die große Zauberwaffe? Ja, dafür brauche ich logischerweise Zauber. Oh, ich habe natürlich keinen Zauberstab. Hätte ich mir auch denken können. Egal. So, ich werde aber da unten, werde ich nicht die Sense benutzen, sondern mein Uchigatana, weil es einfach schneller ist und die Gegner nichts aushalten. Okay. Brauchen halt nur diese Wanderflüche. Und die halten eine gewisse Zeit lang an. Und wenn du... Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich unten in dem Gürtel dann erstmal nur den Wanderfluch und den Estus-Flakon drin habe. Nur die beiden Sachen. Okay. Weil wenn du da, wenn du den Wanderflug ausgewählt hast, dann kannst du sehen, solange der grau ist, ist er noch aktiv. Ja, und wenn er wieder auffällt, dann schon klar. Dann kannst du den nächsten benutzen. Oder solltest du den nächsten benutzen, besser gesagt. Und beschwören können wir uns leider erst, wenn wir so einen gewissen Checkpoint da drin erreicht haben. Ich habe den Link geschickt auf Skype. Dieser Punkt ist mit der Nummer 12 markiert. Ah, toll. Muss ich auch noch alleine durch. Ja. Wie gesagt, diese Geister halten nicht viel auf. Und du solltest darauf achten, die kommen gerne mal aus Wänden oder auch aus dem Boden. Ja gut. Und die können ihre Sensen so ganz lang machen, ihre Arme. Da musst du dann halt ein bisschen aufpassen. Aber an sich sind die nicht sehr gefährlich. Man kann auch direkt ganz zum Anfang des Spiels dahin rennen, sich die ganz große Glut da schnappen. Und ja, so, jetzt mach ich mal ganz kurz die Aufnahme aus. Gehen wir die Nase putzen. Was sind da wieder? Achso, und ich pack mir die Map auf den zweiten Bildschirm, damit ich direkt den Weg ohne Umwege dahin gehe. Warum steht's so leer hier? Gut, warum steht er nicht hier, aber... was für ein Level bin ich denn jetzt? Kriege das noch nicht plus 1, also muss ich wirklich wieder... Nummer 2... Ich mach's einfach mal. Müsste die Nummer 5 sein, ich habe nicht drauf geachtet. Ach so, und bevor wir den Boss machen, sollten wir alles, was wir noch verkaufen wollen, verkaufen. Weil danach geht das nicht mehr. Okay. Gut, ich habe die Map auf dem zweiten Bildschirm. Ja, Menschlichkeit ist jetzt erstmal egal. Wir müssen erstmal zu diesem Halfway Point da kommen. Daher ist mir das auch gerade.